Danke, Frau Vorsitzende. Ja, ich möchte zunächst einmal auch unterstreichen und betonen, dass aus unserer Sicht die Bankenunion ein wichtiger Schritt ist in die richtige Richtung. Wenn wir eine Währungseinheit haben wollen, dann brauchen wir eine entsprechend klare Regulierung des Bankensektors, eine klare Koordinierung der Wirtschaftspolitik. Das haben wir bereits zu Beginn der Krise gesagt. Wir haben allerdings auch ein paar Anmerkungen, ein paar kritische Anmerkungen. Wir haben das Ziel der Bankenunion, vor allen Dingen der Abwicklungsfonds, ist, die Steuerzahler zukünftig zu verschonen mit den Kosten für eine Bankenabwicklung. Wir haben allerdings etwas Probleme, uns vorzustellen, dass die Ausstattung dieses Instruments wirklich ausreichend sein wird. Das wird man sehen müssen, aber wir haben da doch eine ganze Reihe Zweifel noch und vielleicht muss man da zukünftig nacharbeiten. Und eine weitere wichtige Frage für uns ist das Problem des Too Big to Fail. Das ist nicht gelöst mit diesem Punkt. Das kriegen wir nicht hin. Das ist auch alles nicht auf einmal möglich. Ich denke, hier bleibt eine große Herausforderung für die nächste Legislaturperiode. Und ich hoffe, dass die nächste Legislaturperiode eine befriedigende Antwort auf dieses Problem finden wird. Dankeschön.